Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2 und so weiter und Dingensgedöns. So, ich war jetzt ein bisschen aktiv, offscreen, hab teilweise die ganze Zeit bei mir nebenbei laufen lassen, teilweise während des Lernens, hab jetzt hier die Lemon Trees, bloß, was mir aufgefallen ist, You came to the wrong neighborhood, oder was? Ja. Wieso hat der einen Kürbis auf? Alter. Hat er den Kürbis gedroppt? Nö. Auf jeden Fall. Ich habe hier Bäume gezüchtet. Ich habe die Lemon Trees bekommen. Hab jetzt hier unter anderem auch noch die Hill Cherries und so weiter. Hab das hier dann mal ein bisschen automatisiert bei den Bienen, damit das einfach so ein bisschen durchläuft. Hab ein paar Bienen bekommen. Hier muss ich ehrlich zugeben, habe ich so ganz aktiv nachgeguckt. Aber da habe ich das irgendwie noch nicht so richtig drauf. Hab auch keinen Stahl mehr gemacht, keinen Stiel. Auch nochmal danke an den Tipp für den lieben Street Digger, dass ich da kein Holz drauf klatschen sollte. Ich glaube, so klug war ich dann doch schon. Blümchen. Nochmal ein bisschen Spam-Mopsen. So. Also, gehe runter. Hab das Ganze dann hier so umgeändert, dass hier Limonen nochmal da bleiben. Also, es werden weiter nur Äpfel rausgepumpt. Naja. Zitruswurz haben wir. Lemon Saplings auch, aber keine Lemons. Und es steht, dass man zu 100% aus den Saplings bekommt. Und die haben wir. Das ist die 13384. Und die kommen aus 13384 raus. Deswegen habe ich hier die Apple Oak Saplings wieder reingetan. Werde jetzt auch hier wieder die Saplings reintun und die einfach nochmal behalten, vorsichtshalber. So. Bin dann nochmal, wie gesagt, auch so ein bisschen auf Farm gegangen. Habe teilweise noch so ein paar Erze, die ich nochmal verarbeiten könnte. Hier kommt das Zimmer rein. War hier noch drin? Ja, Iron. So viel Lust zu farmen hatte ich nicht. Habe stattdessen lieber Enderperlen gefarmt. Und weil ich es zwischendurch gefunden habe, eine Bottle Gun. The Bacon Gun. Yay. ja. Auf jeden Fall, wir können uns damit auch ein paar Spawner bewegen. Ich habe mir auf jeden Fall auch mal so ein paar rausgesucht. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier so ziemlich unter mir auch ein Spawner ist, als ich farm war. Fand ich echt krass. Die Bottle Gun ist auf jeden Fall noch hier. Ja, auf jeden Fall. Was wollen wir denn heute machen? Ich würde sagen, wir könnten dann auch mal langsam anfangen. Und zwar wollte ich dann heute mal auf Tinkers Construct gehen. Ja, cool. Nein, nicht Leertaste. Add Tinkers Construct. Ah, ja, ich weiß schon. Ja, Streich. Also, was brauchen wir für Tinker's Construct? Ganz wichtig, wir brauchen jetzt mal hier die ganzen Tische. Dafür würde ich aber gerne meine alte Bude hier als kleine Tinker's Workshop benutzen. Hat hier nämlich auch noch einen kleinen Sinn. Falls ich mal ganz schnell mache, Fusch am Bau, muss keiner wissen. Und auch ihr werdet das nicht sehen. Ich hoffe, ihr vergesst das wieder ganz schnell. So, ein bisschen Verschwendung, aber egal. Hat keiner gemerkt. Auf jeden Fall. Wir brauchen Hemp, könnten wir mal gebrauchen. Wie schon gesagt, wir brauchen jetzt erstmal ein paar Teile. Dafür bräuchten wir auch mal was Holz. Haben wir zum Glück noch was. Auch nochmal hier, lieber Street Digger, ich glaube, du siehst, dass jetzt geklappt hat. Also, es kommt noch Holz rein. Dann kommt es folglich darüber, also das Dach geklappt. Kannst du mir auch mal vertrauen, ne? Ich weiß, dass du meine Videos schaust. Okay, ihr könnt vielleicht daran liegen, dass du so ziemlich unter jedes meiner Videos kommentierst momentan. Ach nee. Ach nee, das war ja nur das Aquarium Skies Rezept. Stimmt ja.
Ja, Gravian Skies bin ich momentan wieder richtig aktiv am Spielen, habe ich teilweise richtig Lust drauf gerade. Weiß aber noch nicht, ob es zu einem Let's Play kommen wird. Wird sich vielleicht noch entscheiden, vielleicht nicht. Vielleicht kriege ich auch noch irgendeinen überredet. Wow, Benchmarking, Happy Birthday. Okay, wir haben Tool Station, Part Builder, Stencil Table. Machen wir uns noch eine Patterns Storage. Also, das sind jetzt erstmal hier die wichtigsten Teile, werde ich das gleich erklären. Ja, komm, ich hier mal mit. Ja, gestern gab es leider keine Folge. Ich weiß auch gar nicht, ob die heute noch ankommt. Ich will es hoffen. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, heute haben wir den 31.10. Oh, heute ist Halloween. Machen wir das so. Und dann hier schon die Pattern Chest. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Patterns. Und was ich mal kurz machen werde, da drüben im NPC, da war ja so eine Tinkersbude. Da latschen wir mal ganz kurz rüber. Habe ich hier noch drin? Ah ja, ich hatte eine zweite Truhe gemacht, weil ich zu viel. Ja. Ein Obsidian Handguard. So, hüpfen wir mal kurz rüber. Ich finde es auf jeden Fall schade, dass es mit den Limonenbäumen nicht so wirklich funktioniert hat. Wenn da irgendeiner von euch Ahnung hat, wenn da irgendeiner von euch mehr Ahnung hat als ich, klingt schon mal besser, glaube ich. Was ziemlich jeder sein dürfte. Auf jeden Fall, ihr könnt mir gerne mal unter die Kommentare schreiben, was ich da falsch gemacht habe. Entschuldigung. Ah, was nehmen wir denn? Da können wir gebrauchen das. Toolrod. Pen. Pickaxe. Ja. Was haben wir hier noch? Nehme ich einfach mal mit. Danke, 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 danke. Ja, das ist sehr schön. So ein Vieh. Wie ist das so eigentlich? Ah, völlig wegen dem Rezept. Alter, hat der mich gerade erschrocken. Da kann ich eine Bestrafung. Weiß man mehr als bei dem. Auf jeden Knife Blade. Ich glaube, das war das Messer. Ne, Messer, das Dagger, oder? Ach. Schüssel kann man mal mitnehmen. Nehmen wir jetzt noch ein bisschen mit. Ach, meine alte Frying Pan. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, komm, ich glaube, das Iron Axe nehme ich aber noch mit. Gut, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen. Aber die alte Bratpfanne noch da ist, das finde ich ja echt awesome. Da weiß ich, was wir jetzt gleich auf jeden Fall machen werden. Ach, ich fällt gerade so ein bisschen in Nostalgie. Vom Anfang der Staffel. Also so vor circa 12 Folgen. Ich bin so ein Profi. Ach. Ach, scheiß auf Knochen, ganz ehrlich. Obwohl, warte mal, das sind Sticks. Das ist irgendwie gerade eine dumme Idee. Okay, auf jeden Fall schmeißen wir das hier schon mal rein. Und wir können mal schauen, was wir einfach so hier zusammenknuspern könnten. Ich werde auf jeden Fall hier nochmal schnell eine Doppeltruhe und ein Crafting Table machen. Na, das habe ich die falschen Tassen genommen. Schmeiße ich einfach mal hier das ganze Tinkers Zeug rein. So. Was ich jetzt aber auch mal mache, ich werde mir das auf jeden Fall noch ein bisschen schön einrichten. Hat auch geklappt. Wieso habe ich eigentlich auch vergessen? Ich weiß ja auch selbst nicht, was ich hier alles für eine Kacke mache. Okay, was wollte ich jetzt machen?
Ich glaube, das ging so, weil ich vorhab. Ja, das sieht schon sehr scheiße aus. Jawohl, ein Oak Bookcase. Ja, komm, Dual Termination kann man hier. Oh, Full Guard Pattern. Habe ich auch noch hier. Nee. Dann gehe ich mal rüber. Wir werden auf jeden Fall heute noch nicht die Schmiede machen. Ich werde jetzt erstmal so ganz billiges Werkzeug machen. Einfach halt, damit wir schon mal ein bisschen was haben. New. Materials in New. Okay. Gut, wir hauen jetzt erstmal hier das Holz rein. Wir machen uns da ein Wooden Toolrod und sticht man raus. Haben wir schon mal wenigstens etwas. Machen uns dann eine Stone Shovel. Machen uns eine Stone Shovel schon mal. Slime Binding. Oh. Können uns auf jeden Fall jetzt schon mal hier. Machen wir uns eine Schaufel. Wir brauchen halt ein Toolrod und den Stone Shovel Head. Aber das Stone Bone Shovel, Mining Level Holz. Meh. Machen wir uns dann mal direkt mit Pickaxe hinterher. Slime Binding und Bronze Pickaxe. Und wir haben eine Bronze Pickaxe. Meh. So. Wieso mache ich jetzt eigentlich hier so billiges Werkzeug? Der Vorteil ist einfach daran, es geht nicht kaputt. Es ist gerade dunkel. Und es ist erweiterbar. Also wir könnten uns jetzt zum Beispiel auf unsere Schaufel noch ein bisschen Schnelligkeiten draufknüppeln. Oder Forgen, also Lark Silk Touch. Und wieso reiße ich jetzt hier den Boden raus? Ich will auch nicht den Boden. So. Aber das werde ich nicht mit diesem machen, weil wir werden uns das jetzt gleich mal kurz anschauen, was wir alles brauchen werden. So, 54. Ja, komm, machen wir da einfach gerade so. Ja, ich weiß, das war Holzverschwendung. Na, 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 du hast eine Sommel, bla, bla, bla. Heil doch mal! So, heute ist Halloween. Macht ihr irgendwas Besonderes oder ist das auch für euch einfach so ein alltäglicher Tag? Also, ich bin ehrlich, ich bin kein Fan von diesen ganzen Halloween-Hokus-Pokus-Gedönse-Dings-Quirschen. Aber naja, ist nicht, muss ja nicht jeder uns sein. Okay. Wir legen uns mal kurz schlafen. Jetzt bin ich gerade am besten am Überlegen, wie wir schnell an Obsidian kommen. Stimmt ja, ich glaube, das hatte ich dazu gebaut, oder? Ich schmeiß mal noch das Silber hinterher. Ich kann einfach gerade alles an Ressourcen brauchen, wenn was geht. Nee, der ist hier perfekt von der Seite vorbeigelaufen. Ja, ich hatte damals. Oh nein, 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 nein! Oh mein Gott, ich hab mich schon tot gesehen. Alter Finne. Boah, jetzt kam da auch noch so eine Ausgeburt der Hölle vorbei. Hab ich mich geschrocken. Bing Death Dolls Wampflower. Oh. Sorry, ich muss mich gerade noch ein bisschen beruhigen. Das war gerade ein Schock fürs Leben. So, wo war denn mal der Clay, den ich hier gefunden habe in der Nähe? Ich weiß auf jeden Fall, dass hier noch irgendwo in der Nähe Clay war. War das hier? Ja, scheiß Alzheimer-Gedächtnis. Ich will auf jeden Fall noch den Clay schnell abbauen. Ich mache jetzt auf jeden Fall eine kürzere Folge gerade, wenn er das dann schon mal. Und wenn das hochladen, kann ich dann glaube ich mal die nächste, oder?
Ach, ich mache das einfach noch eine Folge danach. Oder, ach, ich bin gerade so ein bisschen unsicher. Aber hier doch, oder? Oh, ich bin ein Volldepp. Ich sehe das sogar gerade eben noch, dass da hinten am NPC doch noch richtig viel Clay war. Ich denke, naja, okay, kannst du abbauen. Noch nehme ich mit. Und was vergesse ich natürlich wieder? Das Clay. Ja, wir brauchen aber noch Sand, aber das ist auch kein Problem. Einmal den Clay abgebaut. Nehmen wir mal mit, was geht. Na, dich auch. Das ist kein Clay. Finde ich schön, dass das teilweise unter Wasser ist. Mama. Warte, ist das so? Nee. War das du? Ah, nee. Ja, ich hab's dazu gelernt, ich bring keine um. Oh, hier ist noch Clay, sehr schön. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie ich jetzt gleich die Planung mache. Ich werde jetzt auf jeden Fall jetzt gleich nochmal eine doch noch eine kleine längere Folge machen. Ich werde jetzt gleich nochmal mit dem Clay nach Hause latschen. Währenddessen noch ein bisschen sammeln schnell. Na, gut, dass ich mal zurückgegangen bin. Ich werde noch ein bisschen Koppelpulverisen, damit wir noch ein bisschen was an Sand bekommen. Warum sage ich euch das jetzt schon? Ganz einfach, weil ich werde danach die Aufnahme beenden und da müssen, ja, Deutsch viel gelernt sein. Und damit werden nicht mal die es jetzt nicht mehr interessiert, von denen könnt ihr mich schon mal verabschieden. Also alle die, die wissen, wie so das Material gemacht wird und so weiter, warte, das beste Material ist, die können jetzt mal abschalten. Ich werde da nicht mehr so viel machen. Dandelion Yellow. Oh, wer weiß, wofür man es gebrauchen kann. Ich weiß, es ist Farbe, aber naja. Auf jeden Fall. Ich schmeiß dann jetzt mal wie versprochen in einen Koppel hier rein und diejenigen, die heute habe ich sehr viel mit der deutschen Sprache. Diejenigen, die schon mal wissen, was das Material beste. Boah, jetzt muss ich auch noch gerade aufstoßen, meine Güte. Irgendwie vierter oder fünfter Versuch. Diejenigen, die wissen, was das beste Material ist für die Spitzhacke und so weiter von Tinkers und so weiter, die können jetzt schon mal abschalten. Ich werde das jetzt mal ganz kurz denen erklären, die es noch nicht wissen. Danach werde ich die Aufnahme auch aufhören und danach noch eine machen. Auf jeden Fall, ihr seht das heute dann noch. Gut, ich verabschiede mich dann schon mal für die, die es schon kennen. Tschüss. Ich mach schon mal die Absage, schon mal einmal. Schaut euch. Kommentieren bitte, nicht vergessen und so weiter und so fort. So, das war die Absage und jetzt tschüss mit euch. Kusch, 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 will euch nicht mehr sehen. Oh, meine Güte. So, jetzt wo der eine Teil schon mal entsorgt ist, holen wir uns mal hier die Bücher raus. Also, Materials in You, das ist das Starterbuch. Kann man nur mal ganz einfach machen aus einem Paper und einem Blank Pattern. Oder einfach ein Book und Materials in U. Kriegst du Materials in U zweimal. Ein Blank Pattern hat man eben gesehen. Sind einfach zwei Holz und zwei Sticks. So, schauen wir mal da rein. Achievement God, Learning to Tinker. Also das ist jetzt erstmal das Anfangsbuch. Halt hier die Rezepte für das Blank Pattern und die Stencil Table stehen da drin. Für da den Part Crafter und die Pattern Chest. Toolstation, auch die Toolforge, was das für Bricks sind, da sollten wir noch zu kommen. Man kann auch einen Drying Rack machen, hier werden die Oreberries nochmal erklärt. Slime Channels are useful for moving items or entities around. They use as a sort of easily placeable water and can be paired with bounce pads. Okay, jetzt sagen wir gerade nichts.
Ach, das. Okay. Punti-Stack, okay. Barrikade. Auf jeden Fall das Wichtigste für die für den Mod Tinkers-Konstrukt ist hier einmal dieses Grout. Wird gemacht aus Sand, Gravel und Clay. Kriegt man zwei Grout. Das schmeißt man in den Ofen und dann kommt ein Seared Brick. Und vier Seared Bricks geben ein Seared Bricks. Man braucht dann noch 8 für den Smeltery Controller. Und hier wird mal erklärt, wie man die Bücher macht. Es gibt noch andere. Einmal Materials New Version 2 und Mighty Smelting. So, damit ist das erste Buch schon mal durchgeknüppelt und kann schon mal zurück. So, Materials in New Version 2. Jetzt gehen wir schon mal ein bisschen eher drauf ein. Also, es gibt hier erstmal, wenn ich jetzt mal die ganzen Sachen erklärt, also die ganzen Waffen und Werkzeuge, gibt es einmal die Pickaxe, das ist das normale Mining Tool, wird gemacht aus dem Pickaxe-Set, Toolbot und Toolbinding. Schaufel haben wir auch schon, das ist einfach für Erde. Hatchet ist die Axt, wie man unschwer erkennen kann. Dann gibt es den Mattock. Der Mattock ist ein Multitool. Wird gebraucht, kann man damit Holz, Erde und man kann umgraben für Seeds, also Weizen und so weiter. Dann kommen wir zu den Waffen. Das Broadsword, das Breitschwert, ist eine defensive Waffe. Hat halt den Vorteil, wenn man richtig blockt, ist also irgendwie wie ein normales Schwert. Dann gibt es das Longsword, das ist eher eine offensive Waffe. Wenn man damit Rechtsklick gedrückt hält, lehnt man sich auf und man springt einfach vorweg mit einem schönen Speed. Hat nun mal 1,5% des Schadens und Knockback, wenn man sprintet. Dann gibt es den Rapier. Wenn man damit Rechtsklick macht, man hüpft einfach mal ganz kurz ein Stück zurück. Halt, wie man so ein bisschen kennt von den ganzen Degenfechtern, sage ich mal. Hat halt auch diesen Charge Boost, hat auch noch den Vorteil, dass man dass die Rüstung ignoriert und blockiert wird. Und wenn man angreift, hat man einen Quick Strike, das heißt, der Gegner ist für kurze Zeit gestunt. Also es ist schon eine starke Waffe. Dann gibt es den Dagger, den das ist eine kurze Waffe, eher zum Werfen gedacht. Es gibt die Bratwanne noch. Die Bratpfanne ist auch eine Waffe. Hat auch den Vorteil, dass man damit blocken kann. Wenn man Shift rechts drückt, kann man sie platzieren und man hat quasi immer unterwegs den Ofen für was zu futtern. Und wenn man angreift, hat man noch einen extra Knockback und das stunt den Gegner ein bisschen, also sie lähmt ihn. Battlesin. Ich hab's mir noch nie gemacht, bin auch ehrlich, das ist auch keine Waffe für mich. Das ist auch eher so eine Scherzwaffe. Der Chisel ist ein Werkzeug wieder. Man kann damit Blöcke in, sagen wir mal, Sand in Bricks umändern, Redstone-Blöcke in Bricks und so weiter. Und es wird halt auch für einige Crafting-Sachen gebraucht. Jetzt kommen wir zu den richtig geilen Sachen. Es gibt nämlich noch den Hammer. Das ist einfach ein Multitool für Multitool kann man so nicht sagen. Ein großflächiges Mining-Tool. Und zwar kann man damit Steine 3x3 abbauen. Man macht nochmal Smite 2 mit Güte. Das ungefähr 2 bis 4 extra Schaden gegen Zombies macht. Also Untote. Und es hat eine verdammt hohe Haltbarkeit. Also ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man sehr viel minen will oder ausheben. Lumber-Axe ist das ungefähr das gleiche wie der Hammer. Man bloß, man fällt auf den 3x3x3 Bereich ab mit Holz und man kann einen gesamten Baum in maximaler Höhe von 30 mit einem Schlag rumhauen. Also quasi wie der Timbermod in einer Werkzeug. Dann gibt es den Excavator, das ist eine Schaufel für 3x3. Kurz erklärt. Es gibt die Scythe noch. Die Scythe ist wieder eine Waffe. Kann man aber auch benutzen, um halt Laub und so weiter wegzumachen. Greift Mobs in einem 3x3x3 Bereich an und man kann damit in einem 3x3x3 Bereich Laub und
Gras und so weiter wegmachen. Dann gibt es den Cleaver. Oh, meine schöne alte Waffe vom RWT. Der Cleaver ist eine sehr schwere, also eine sehr langsame Waffe. Man kann damit Rexleck blocken. Hat als natürliche Abilities, dass es Beheading 2 hat, also dass Monster öfter ihre Köpfe droppen. Sehr gut beim Farmen von Wither-Skeletten. Aber, was problematisch, aber auch geil ist, der Angriff, die Angriffsgeschwindigkeit ist, ich schluck's anders aus. Der Angriff ist schon noch erhöht, und zwar stark, auf Kosten des Schwungschlags. Also, wenn man mal schaut, das ist ein normaler Schlag. Und mit dem Cleaver sieht das Ganze ungefähr halb so schnell aus. Die Battle Axe ist dann, ja, eine Waffe, aber irgendwie nicht. Ich finde es eher als Werkzeug. Also es macht einmal einen neuen Turm von Holz weg. Man kann halt nochmal, wenn man richtig gedrückt hält, irgendwie kriegt man noch so ein paar Buffs. So, es kann natürlich hat auch noch Tinkers Construct einen Bogen, der aber auch nur mit den Pfeilen von Tinkers Construct geschossen wird. Schaue ich mal, ob ich das diese Staffel mache. So, kommen wir zum Material. Und zwar gibt es hier noch ein paar bestimmte Materialsachen, zum Beispiel Reinforce. Das hat das eine 10%ige Chance pro Level, dass die Durability nicht genutzt wird. Das heißt, das ist einfach Unbreaking. Stonebound baut ein bisschen schneller ab, geht aber auch dafür schneller kaputt. Jagged. Man baut damit schneller ab, macht aber weniger Schaden. Und Jagged, also man macht mehr Schaden, man baut aber dafür langsamer ab. Writable, man kriegt einen Modifier pro Stück. Was das bedeutet, werden wir noch zu kommen. Und Tasty, manchmal kriegt man so ein bisschen Futter. Also, es gibt dann einmal Holz, das ist ein ziemlich beschissenes Material. Stein, auch ein beschissenes Material. Eisen, schon was besser. Flint, kein Kommentar. Kaktus macht diesen Jagged. Das heißt, wenn man mehr Schaden damit macht. Knochen, meh. Obsidian, macht Reinforce. Ist schon mal nicht schlecht. Aber ein bisschen teuer, finde ich. Alumite ist schon da was besser. Alumite ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Sachen. Wie das gegossen wird, komme ich jetzt gleich. Dazu braucht nämlich schon die Smeltery. Dazu werden wir dann in der nächsten Folge kommen. Martin Reinforced und wir haben Mining Level Kobalt. Was das bedeutet, kommen wir auch noch zu. Netherrack, auch kein Kommentar. Blue Slime, nein, würde ich nicht machen. Weil man, ne, lohnt sich einfach nicht. Ja, Paper. Paper macht dieses Writable, das heißt, man bekommt ein ganzes Modifier dazu. Hat aber auch dafür sehr langsame Stats. Zu den Stats komme ich einfach in der nächsten Folge dazu. Dann hier Kobalt. Kobalt ist ein Nether-Material. Muss mit Mining Level Kobalt abgebaut werden, das heißt Alumite. Hat eine ordentliche Durability, 800, 1,75 Handle Modifier. Ein komplettes Werkzeug aus Kobalt hätte 1400 Uses und Mining Speed 11, also das ist schon nicht ohne. Adit ist auch ein Nether Material, also beides braucht die Smeltery. Gehen wir mal weiter. Manulin ist das Beste, was es gibt. Es ist härter als Diamant. Bei einer totalen Waffe oder Werkzeug aus Manulin hätte das 3000 Benutzungen. Hat aber auch weniger Mining Speed. Komme ich nachher nochmal zu. Ja, Kupfer gibt es dann noch. Bronze geht. Stahl hätte auch schon Mining Level Kobalt. Finde ich aber jetzt nicht so awesome. Und Pick Iron hatte ich noch nie. Mal schauen, ob ich dazu was mache. So, Tool Station. Und zwar kann man mal mit ein paar Modifiern, kann man da ein paar Extras auf die Sachen draufknüppeln. Zum Beispiel könnte ich auf die Spitzhacke mit Diamanten 500 extra Haltbarkeit machen. Und es wird das Mining Level so
Level 3 erhöhen. Das heißt, das Diamant Redstone Mining Level. Ein Emerald macht mal 50% mehr Haltbarkeit. Klingt jetzt ein bisschen wenig, aber wenn wir überlegt sind, Manualin 3000, nochmal 1500 drauf, das ist schon nicht ohne. Redstone haut Speed drauf, das heißt, man könnte mit einer Holzspitzhacke auf 5 komplett Speed, könnten wir so schnell abbauen wie mit einer Eisenspitzhacke. Also, und da werden wir auf jeden Fall mitarbeiten. Autorepair, dafür brauchen wir so einen Mossball, das ist einfach 9 Mossy Cobblestone. Autosmelt, kann man machen. Man sollte beachten, dass dann wirklich jeder Block, der damit abgebaut wird, sofort durchgebraten wird. Moss kriegen für 3 Sekunden Feuer. Stackt sich mit Lack, aber ist nicht kompatibel mit Silky. Was das ist, kommen wir jetzt gleich auch noch zu. Ja, hier sind die Rezepte für den Board of Moss. Einfach 9. Boah, Entschuldigung. 9 Mossy Cobblestone. Und ein Lava Crystal sind 4 Blaze Rods, ein Lava Eimer und 4 Fire Charges, sind das, glaube ich. Lack. Jede Menge Lapis drauf und du bekommst Fortune 1, 2 bis zu 3. Ist aber nicht kompatibel mit Silgi. Wenn man das auf einer Spitzhacke macht, kriegt man Fortune. Wenn man das auf einer Waffe macht, kriegt man Looting. Also ist auch schon auf jeden Fall, sollte man sich mitnehmen. Sharpness. Mit Netherquarz oder Netherquarzblöcken kann man auf einem Schwert oder einer anderen Waffe kann man den Schaden erhöhen. Also den reinen Attack Damage. Also auch schon sehr schön viel Netherquarz farmen. Mit einem Blaze Powder kriegt man auf einem Schwert Fury. Das heißt, man macht mit 5 Powder eine Sekunde mehr Feuerschaden. Mit einem nekrotischen Knochen kriegt man Lifesteal. Ist einfach ausgedrückt. Wer weiß nicht, was das ist, man greift an, man kriegt Leben zurück. Mit so einem Silky Jewel kriegt man auf einer Spitzhacke, wie heißt es? Silk Touch. Meine Güte, heute habe ich es echt wieder. Aber wie schon gesagt, ist nicht kompatibel mit Lack oder Autosmelt. Was wichtig ist, wenn man auf eine Skive, also auf so eine Sense, Silky drauf macht, dann ist es wie eine Schere. Also man wird alle Blöcke bekommen. Hier wird es ganz kurz erklärt. Einfach Strings um ein Golden Nugget und man bekommt dieses Silky Clove und 4 Silky Clove um ein Emerald und man bekommt das Silky Jewel. Reinforce kann man mit Obsidianplatten nochmal draufknüppeln. Lohnt sich nicht so wirklich, finde ich. Man kann Knockback auf ein Schwert mit dem Piston machen. Ruhe da draußen. Mit einer Enderperle und Obsidian wird man nochmal Beheading bekommen. Na, auch nicht so ein awesome Gewinn. Ein fermentiertes Spinnenauge würde Bane of Artwood Pots machen. Smite, also Schaden gegen Untote, wird man bekommen mit Graveyard Zoll. Rezept wird, glaube ich, auch noch kommen. Jawohl, das ist einfach Erde mit Bone Meal und Rotten Flesh. Und den einfach in Ofen schmeißen, diese Graveyard Zoll, und man bekommt Consecrated Zoll. Was auf jeden Fall richtig geil ist, man kann die auch noch aufladen und zwar mit einem Hardened Flux Capacitor oder einer Lithium Energy Cell und man könnte sie immer wieder aufladen und man hätte keine Durability mehr. Ja, geht halt auch mit der Lithium Energy Cell. Man kann aber noch weitere Modifier drauf holen, indem wir zum Beispiel einen Goldblock und einen Diamanten auf die Spitzhacke knüppeln, einen OP-Goldapfel und einen Diablock oder einen Netherstar. Oder es gibt hier noch diese Creative Tool Modifier. Ich weiß aber nicht, wie man da rankommt. Ich glaube, die kriegt man nur im Creative. Weiß ich gar nicht. Ja, und das war so ziemlich das schon gerade zu dem ganzen Material. Also auch zurück. So, jetzt habe ich vielleicht den Mund vorsichtig geredet. Wie gesagt, in der nächsten Folge kommen wir dann zu der Smeltery. Ich würde sagen, das war's dann jetzt erstmal für diese Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich bezweifle zwar, dass noch irgendeiner gerade mit eingeschaltet hat, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tech World 2 mit mir, eurem Doshi. Bis dahin, tschüss.